Ja, servus, servus Leute, willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt am Summoner's War Montag. So, eigentlich wollte ich ja mit euch TOA 100 machen. Ich habe mich vorgekämpft, bin erst ein bisschen hier am 94 hängen geblieben, aber wenn man da die Lichtaffen zuerst wegmacht, dann ist das ganz nett. 95 war dann schon ein bisschen härter, ich habe keinen guten Glänzer. Darum habe ich mein Team dann so aufgebaut. Also ich habe Konamiya, aber Konamiya ist bei mir jetzt nicht so gut. Er ist zwar auch nicht schlecht, ordentlich HP, ordentlich Speed, also er ist nicht verkehrt, aber um das hier, die Verrats aufzuhalten, das schafft er dann doch nicht. Dann hatte ich hier nämlich einfach Praha mit ihrer Resistance Lead hingepackt. Und dann war das schon in Ordnung. Also Praha und Konamiya dabei und sonst noch ein bisschen Damage-Dealer. Nicht Cyrus, weil die Wasserdrachen ihn kaputt gemacht hätten. Eigentlich wollte ich euch jetzt mit euch TOA 100 machen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich schaff's nicht. Also das weiß jetzt auch nicht das Team. Ich habe... es unter anderem so probiert... Schaffe ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit Lilith umzugehen habe. Also wenn ihr Tipps habt, gerne. Also bis Lilith komme ich meistens. Aber ich weiß nicht, wie ich sie kaputt kriege mit ihren zwei Inkarnationen, die dann immer kommen. Vielleicht muss ich selbst mal irgendwo Videos schauen. Gerne aber auch Tipps, was ich gegen sie mache. Wir haben ja noch 14 Tage, glaube ich, Zeit. Genau, Halbzeit. Habe ich eigentlich schon hart angefangen? Nö, naja, habe ich doch noch was zu tun. Aber trotzdem bin ich für jeden Tipp dankbar. Sehr, ja, würde mich freuen. Dann, letzte Woche gab es ja das Paket da im Angebot mit den zwei Legendären. Das habe ich mir geholt. Ich weiß noch nicht, ob ich es zeigen soll, weil falls ich ja was ziehe, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, aber da kriege ich ja immer viele Daumen runter und eine Light Dark hätte ich noch. Überlegen wir mal, also überlege ich mir mal, was wir damit machen. Ob ich das gegen Ende des Videos noch zeige, wenn ich gute Laune habe, dann machen wir das. Ansonsten, ich habe keine Lust, Daumen runter zu kriegen, nur weil ich Glück in dem Spiel habe. Aber wie gesagt, ich habe seit langem mal wieder hier das eine Paket gekauft. Ich weiß, dass die Frage kommen wird, wie viel... hast du bei Summoners War jetzt ausgegeben. Über die ganze Zeit, wo ich spiele, und das ist jetzt ja auch schon bestimmt anderthalb Jahre, würde ich jetzt schätzen, oder? Wie lang spiele ich denn? Bin ich jetzt damit an die 100 Euro rangegangen, die ich ausgegeben habe, und das für jetzt zwei Legendäre, und da gab es ja noch ein bisschen Mana, und hier Gems dazu, fand ich das schon lohnenswert. So, was können wir noch mal gucken? Wir können ein bisschen die Arena gucken, wir können auch ein bisschen zu meinen Monstern gucken. Es ist ja der Event, der Aufwertungsevent. Ich habe jetzt schon das Devilmon bekommen. Das habe ich in Perna natürlich reingesteckt. Ist leider wieder auf den ersten Skill gegangen, aber naja, er wird. Ich habe einen auf 6 Sterne gebracht. Das war Perna, genau, mit dem Event. Und das als nächstes mache ich Tanya auf 6 Sterne. Warum Tanya? Naja, weil wir die letzten zweimal irgendwelches Food für sie gezogen haben. Und somit habe ich jetzt 4. Und 3 davon habe ich schon auf 5 Sterne. Das heißt, hier werden wir... Ich mache das ungern mit den Devilmons. Ach, guck mal. Weil... Schade. Weil, ja, ich ja nur dadurch, wenn ich mit Devilmons aufwerte, kriege ich ja keinen neuen Devilmons. Darum hebe ich mir die Devilmons auf für das Event. Mal gucken, aber das können wir machen. Und, ja, dann sollte ich bis nächstes Mal Tanya als Six-Star hoffentlich geilen Nuker haben. Was wollten wir? Wir wollten das machen, gell? Oh, ich habe nur 12
6000. Ich habe Runen aufgewertet, weil ich gedacht habe, es hängt an den Runen, dass ich vielleicht TOA. Yeah, Regenbogen kriegt. Das Event ist einfach cool. Dass ich hier ein bisschen mehr kriege. Ich habe hier bei Basalt die Rune aufgewertet. Ja, genau. Also die habe ich hochgemacht. Dann habe ich bei Barretta ein bisschen rumgespielt. Und ja, bei Braha glaube ich auch. Ja, die Rune ist auf 15 gegangen, die da. Und die auf 14. Und jetzt bin ich wieder blank. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen farmen. Gut. Das heißt, ich habe noch einen Boost laufen. Also wir könnten hier eine Runde machen. Die können wir ja dann raustun. Hier sind die zwei Jungs. Können wir dann auch eigentlich mindestens mal einen erwecken? Ich weiß, ich weiß, ich komme nicht hinterher, meine Monster gut zu machen. Wobei da jetzt schon ein paar gut dabei sind. Aber trotzdem erwecken. So. Ne, eigentlich will ich, glaube ich, lieber doch den Panda, weil eigentlich finde ich den ganz cool. Oh, da fehlen mir noch zwei Feuer. So, dann erwecken wir Ariel. Und ich meine, er sieht ja jetzt schon geil aus und jetzt sieht er richtig aus wie ein mächtiger Engel. Also die ganzen Erzengel sind schon sehr, sehr nice. Und jo. Dann können wir hier noch ein Ründchen machen, dass wir auch hier den Eisen voll aufgewertet kriegen. Hier habe ich, glaube ich, schon alle Freundesmonster verbraucht. Oh, da fällt mir ein. Der Dunkle, ich hatte heute Morgen im Chat geschrieben. Und da hat der Dunkle, und da habe ich gesehen, er hat den Dark Dragon. Krogan heißt er. Krogan? Wie auch immer. Ich denke jetzt nicht, also ich hatte kurz gefragt, ob er Famien schafft, aber er wird es noch nicht schaffen oder an sich nicht schaffen. Wir könnten ihn mal in einer niedrigeren Stage mitnehmen. Keine Ahnung, vielleicht hier. Oder wir nehmen ihn hier mit. Ah, ich kann hier keinen Freundesmonster. Schade. Hätte ich vielleicht mal früher sehen können. Nö, komm, dann probieren wir das hier. So eine Misch-Stage. Ich setze ihn vielleicht. Ach nee, weißt du was? Ich bin heute unschlüssig, ich weiß. Wir gehen in Famen, nehmen einen Healer noch neben ihm mit. Und gucken uns mal an, was er. Oder er kriegt noch einen Drachen nebendran. Double Dragon Shasun. Komm, wir machen mal ein ganz schnelles Team. Also ganz schnell im Sinne von reißt alles nieder. Wobei, wenn ich ja seine Fähigkeiten mir angucken möchte, dann wird es nicht so schnell. Aber sehr nice, dass er dann auf meine Freundesliste gekommen ist. Wenn ihr coole Monster habt, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Okay, er ist sogar der Schnellste. Also, schießt einen Dunkelheitspfeil auf den Feind. Greift alle Feinde viermal an, viermal mit einem der Dunkelheit an. Also greift alle Feinde viermal mit einem Sturm der Dunkelheit an. Jeder Angriff hat eine Chance von 5%, den Feind zu betäuben. 5% ist jetzt natürlich nicht viel, aber er hat einfach mal alles. So, danke Kona, dass du den Drachen nochmal dran lässt. Greift alle Feinde mit der Kraft der Dunkelheit an, erhöht den Crit-Schaden um 100, wenn du einen kritischen Treffer landest. Der ist schon nett, gell? Hier darf er nochmal ein Aoe dann kommen und Kona, du darfst ihn auch nochmal.
dran lassen. Das ist der Dunkelheitspfeil. Ich habe jetzt auch kein Defense Break oder sonst was. Ja, jetzt darf Cyrus nochmal zeigen, was er kann. Doppeldrache. Sehr nice. So. Okay. Nee, healen wollte ich nicht. Ich wollte ihn nochmal dran sein lassen. Ja, gut. Komm. Komm, wir lassen dem Gastdrachen den Vortritt und lassen hier nicht. So, dann greift nochmal alle Feinde an. Nochmal ein Dunkelheitspfeil. Ja, gut. Und das können wir jetzt so durchlaufen lassen. Ja, sehr schön. Würde mich freuen, wenn ich ihn irgendwann auch einmal bekommen könnte. So, Doppeldrache ist schon nice. Weltkarte, wir gehen zurück. Wir gucken nochmal in die Arena rein. Heute ist ja auch Arena Reset. Ich habe 1420. Da würde ich sagen, hat mich noch einer angegriffen, oder? Und mich. Ah, erst gewinnen lassen, dann verloren. Gerade eben vor 5 Minuten. Mal gucken, was er so hat. Su. Ah, die zwei Wassermonster. Jo. Irgendjemand, den wir hier angreifen wollen. Na, gucke mal. Also den will ich eigentlich gern angreifen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Lucian so schnell ist, dass er uns hier besiegt. Ich meine, durch Orion. Ja, meine Verteidigung ist deutlich langsamer. Aber sein Tyrant ist schnell. Der ist so schnell wie mein Orion. So, dann. Ziehen wir hier mal. Sehr schön. Machen hier den Buff drauf. Dann darf Chasun einfach nochmal Baller der anderen Chasun einreihen. Und dann gucken wir mal, wer noch so steht. Oh. Uhu. Okay. So, danke. Jetzt sollten wir erstmal was gegen Ramagos machen. Mal gucken, was hier jetzt so passiert. Das könnte hier noch unschön werden. Danke. 14k nochmal schnell reingeballert. Gut, er wird aber, wenn er mich angreift, meine Verteidigung. Aber es gab nochmal 11 Punkte. Schön. Oh, schönes Team. Ich hätte auch gern, also hätte ich Vanessa, würde ich Vanessa. Wahrscheinlich Vanessa, Orion, Bernhard, Cyrus spielen. Das wäre. Da müsste er aber noch ein bisschen mehr Damage machen. Hat er mich zweimal angegriffen oder? Nö, ich habe ihn zweimal angeklickt. Reines Wasserteam, okay. Jo. Könnten wir mit einem reinen Windteam angreifen? Gucken wir, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir so auf die Schnelle angreifen können und wollen. Also ich bin da jetzt heute ein bisschen vorsichtig, weil ich heute keine Zeit mehr habe, Arena zu spielen. Und dann, wenn ich jetzt zu knapp bei den 1400 bin, also das heißt, wir sollten uns nur Gegner raussuchen, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich gewinne oder der Gegner mich halt so überrascht. Also jetzt auch bei dem bin ich mir relativ sicher, dass wir gewinnen. Aber man weiß ja nie. Sehr schön. Hat er hier bei der Shen gemacht.
Und das mit dem AOE-Skill. Ach je, so langsam wird der gute Syros. Der gute Syros, ne? Den machen wir mal weg und dann. Täuschend echt, wie ich das Geräusch nachgemacht habe, ich weiß. Ja, jetzt, da es ja schon Samstag spät ist, hat jeder schon wahrscheinlich seine Bestvert. Das hängt jetzt ab, welcher Orion ist schneller? 206. Wir probieren's. Das ist so ein Ding, das ist jetzt ein bisschen riskant, glaube ich. Oh, meiner ist deutlich schneller und mein Beretta im Gegensatz zu seinem Tyrant auch. So, dann gucken wir mal, dass er nicht. Oh, schade. Oh, mit Gegenangriff drauf. Schau dir es an. Dup, dup. Jetzt prockt er uns weg. So. Ich gehe auf Orion, auch wenn Tyron uns stunnen kann. Ey! Was ein Verarsche. Viermal! Okay, jetzt ist das natürlich nicht mehr so schick. Ach, hätte ich nicht angegriffen. Was geht mit dem? Mal gucken, was Shasun allein so rausholt. Ja, er, Tyrant prockt sich zu Tode. Okay. Scheiße, der Stun ist jetzt natürlich. Ich meine, ist noch nicht aus, gell? Jetzt wäre ein guter, jetzt hier ein Proc, naja, mit der Proc wird wahrscheinlich mich, ja, war noch knapp. Minus 11, ach, Kacke. Eigentlich müssten wir nochmal machen, aber okay, ich mache die Beschwörung jetzt, wenn ich einfach 5 Sterne ziehen würde, was ich jetzt nicht mit natürlich rechne, oder irgendwas Geiles, schneide ich es einfach raus, dann seht ihr nicht, weil sonst kriege ich wieder so viel Daumen hoch, dann pisst ihr aber, nein, das ist ja dumm, wenn ich das vorher sage, ach nein, was soll's, dann kriegen wir halt Daumen runter, tja, mir fehlen dazu nur 100.000. Ja, dann muss ich wohl nochmal 100 Gems. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Ja, hätte ich vielleicht mal vorher gespart. Aber die Beschwörungen haben so viel. Oh! Ein dunkle Nine-Tailed Fox, eine dunkle Kitsune. Was kann die denn? Greift den Feind dreimal mit einem schillernden Licht an. Lässt den Feind 2 Runden lang schlafen, hält eine weitere Runde, wenn der Feind einschläft. Führt einen Angriff mit einer garantierten Chance aus, das Ziel 1 Runde lang zu betäuben. Führt einen Angriff. Okay. Wenn der Angriff einen kritischen Treffer landet. Führt einen Angriff mit einer garantierten Chance aus, das Ziel 1 Runde lang zu betäuben, wenn der Angriff einen kritischen Treffer landet. Der Anfang mit dem garantierten Chance, was ein Schwachsinn. Der Angriff garantiert außerdem einen kritischen Treffer, wenn das Ziel schläft. Okay. Erhöht die Angriffskraft verbundener Monster mit Dunkelheit um 40%. Ja, dann gucken wir mal da in die Nutzerbewertung rein. Gut. Top Best Ever, schreibt Level 31. Ja, danke.
Kamika can kill everything with third skill. 150 Crit. Attack, Crit, Attack. Also wie andere Kitsunes auch. Alles dasselbe. I'm drunk. Der hat gar keine. Ja, okay. Level 32 schreibt, one of the best Nuker in game. She hits 60k Buff Attack plus TT, really one of the best. Ich bin gespannt. Okay, er hat sie wenigstens schon mal vollgelegt. Okay. Er hat eine gute. Sich gebaut. Also gut, ist jetzt übertrieben, aber eine. Oh, wow, hat er viel Attack. Attack, Attack, ja. Franzos, gucken wir nochmal rein. Sein ist jetzt nicht so gut, aber er spielt mit Crit Rate, aber seine Runen sind auch grottig. Okay, ich bin gespannt. Hat sich doch schon gelohnt, die Dunkelheits-Dinger hier. Jo, zweimal Blitze kriegen wir noch. Chilling. Nice. Den hätte ich mal früher gebraucht. Okay, schön. Okay, wie überraschend, nochmal Blitze. Das war Tyron, oder? Nein! Was geht denn? Das ist die Strafe, dass ich es gekauft habe. Ich kaufe mir kein Pack mehr. Juhu, ein Magiritter. Wow. Ja, Leute. Dann Daumen hoch für den Magiritter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.